Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Weiter mit Geralt unterwegs. Und ja, gut so. Nur mit einem Stück Brot wird man nicht wirklich satt. Ja, ihr Gänse, verzieht euch. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Kaiser. Suchst du Ärger? So, wir haben eine Mission, ganz in der Nähe. Wobei, so nah ist es auch wieder nicht. Doch ist es, 80 Meter noch. Da kann ich mein Pferd mal. Das schaffe ich auch so. Genug Ausdauer, dafür habe ich ja wohl. So, da müssen wir runter. Oh, das war das letzte Mal, dass ich was verliehen habe, ich schwör's. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopf. Die kommen mir aber ziemlich nahe. Leise, das wird ja gerade zu unangenehm. Ich gebe sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte, in der Tat. Was geschah dann? Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht lügt sie uns auch an und wir brechen jetzt irgendwo ein, aber für eine Pfanne einbrechen, ich weiß ja nicht. Wobei, man muss ja sagen, hier sind die Leute ja relativ arm. Und da kann es theoretisch schon sein, dass auch für eine Pfanne eingebrochen wird. Und wenn wir dann schon unterwegs sind und dann auf Hilfe machend hier... Na, ich helfe jetzt mal, ich will wissen, wo das kommt. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Okay. Quests. Nebenquests. Eine Blitzplanke. Bratpfanne. Etwas blockiert die Holztür. Setze deine Hexensinne ein, indem du LT gedrückt hältst. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol markiert. Wenn du ein Objekt zerstört wirst... Ah! Das bedeutet es. Dein Weg blockiert, stellt sich davor und wirke das A-Zeichen. Du kannst auch mit dem Schwert darauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Kartätsche auf das Objekt zu werfen. Aber Vorsicht, dass du von der Explosion nicht zerletzt wirst. Okay. Zerstöre die Tür und bitte die Hütte. Okay, lass mal sehen. Druckwelle haben wir schon. Dann mal los. So, jetzt lass mal umsehen hier. Klauen will ich ehrlich gesagt nichts. Das gehört sich nicht. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Oh oh. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts.
Jetzt wird's interessant. Was sind wir hier noch? Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Was denn? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Habe ich. Mich würde gleich dann noch interessieren, was in dem Brief drin steht. Aber erstmal will ich dir die blöde Pfanne zurückgeben. Hier, deine Bratpfanne. Hatte ich in der aber Tasche. Die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Was kriege ich denn jetzt? Eine halbe Pfanne? Ihren Kochtopf? So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, mir hat's mal wieder das Spiel, gefreezed im Inventar. Wie bisher jedes Mal. Ist gerade so unglaublich. Zum Glück hat's gute Zwischenspeichermomente. Ich probiere das jetzt einfach nochmal ins Inventar zu gehen. Da war ich vorhin. Immer wieder im Inventar. Unglaublich. Hier bist du ja noch gar nicht. Nur Inventar. Okay. Ja, wollen wir mal weitermachen. War kurz ein Gedanke, ne? Ich brauche mal mein Pferd. Plötze. Das gute Pferdchen. Jott. Schneller. Und dann schnappe ich mir mal die Mission. Verwende deinen Hexersinn, um den Jäger zu finden. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Sicher bin ich mir doch nicht. Kein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber ich will jetzt mal damit weitermachen. Was haben wir denn hier? Hexensinne einsetzen. Da sieht das sauber aus. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Okay, dann einmal hinterher. Und wo ist er denn hin? Alter, was nimmt denn der bitte schön für ein... Wie läuft denn der? Man hört auch deutlich besser, wenn man die Hexensinne einsetzt. Höchst interessant. Und Audioquellen werden einem auch zusätzlich noch angezeigt. Da ist er ja. Hallo, Mislav. Bist du Mislav? Hörst du das? Wölfe. Wölfe? Nein, wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Erstmal Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ja, wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer.
Der Monsterschlechter, von dem Sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Da kann ich ihm doch helfen. Na klar. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Taktische Krieges... Taktische Druckwelle. Ja, nee. Ich mach mal magische Falle. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Okay. Alles klar. Zu spät. Noch ein Angriff. Oh, glaube ich nicht. Und schau. Warte. Feuer. Genau. Und schau. Komm. Oh, das war wohl die falsche Richtung. Auf ihn wollte ich jetzt nicht. Rohes Fleisch. Gib her. Kann man immer mal brauchen. Gehe ich zumindest von aus. Hoppala. Wieder das Falsche. Oh, den hat's erwischt. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ah, vielleicht kriege ich ja was aus ihm raus, wenn ich ihm nicht zurede. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Ach so, so eine Art. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Du hast einen Fertigungspunkt erhalten, ne? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon. Instinkte sollten dich aufpassen. Charakter. Hoffentlich hängt es sich nicht wieder auf. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben und Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle mit eine Fertigkeit aus und drücke dann X, um sie zu entwickeln. Schnelle Nahkampfwaffen mit einem Schwert ausgeführt. Okay. Erhöhten Schaden bei starken Angriffen nur 5%. Erhöhten Schaden bei schnellen Angriffen 5%. Bei Parieren werden Pfeile abgelenkt. Beim Ziehen mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich 15% verlangsamt. Wenn Schaden erlitten wird, bla bla bla. Das ist doch kein Schwein. Okay, dann ich würde sagen, normale Angriffe, schnelle. Wähle aus und dann drücke X. Fertigkeit wirklich erwerben? Ja. Mit einer Fertigkeit Wirkungszeit musst du sie erst aktivieren, indem sie mit einem freien Fertigkeits...
Native Fertigkeiten sind wirkungslos. Wähle eine Fertigkeit aus, drücke A, wähle dann mit L den freien Platz aus, drücke dann, um die Fertigkeit zu aktivieren. Dann mal rein mit. Kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Okay. Ich hab's überlebt. Das hat sich nicht aufgehängt, aber ich glaube, es hängt sich echt nur im Inventar auf. Inventar. Ja, nur im Inventar. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeit zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen absolut herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Charakter. Positioniere Mutagene auf entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu erhalten. Wähle den Filter Mutagene aus. Okay. Wähle ein Mutagen aus und positioniere es auf dem angezeigten Platz. Platz auswählen. Ist der Mutagen aktiviert, gewährt das Boni auf deine Charakterwerte. Vitalität plus 50. Sowohl Mutagen als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere dein Mutagen auf einem Feld mit einem, mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Okay, alles klar. Passe deine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sich auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Okay, alles klar. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jedoch, jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Getränke herzustellen, die als Mutagen-Absurde bezeichnet werden. Alles klar. Okay, brauche ich theoretisch was Grünes. Oh shit, ich habe hier aktiviert. Ha, sowas Dämliches. Erhöht die Reichweite von Art um 1 Meter. Alchemie wäre das gewesen, okay. Allgemein, tagsüber regeneriert Vitalität zu 10 Punkte. Das wäre besser gewesen, hier zu aktivieren. Kann ich das wieder zurücknehmen? Sieht nicht so aus, zumindest momentan. Ich habe gelesen, es geht so ganz allgemein gesehen, geht's. Ja. Dann wäre das nächste hier. Das bringt mehr. Ja, allgemein ist es besser. Sieht mir zumindest so aus. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Okay, dann wollen wir mal losjoggen. Ich weiß ja nicht, wo ich hinlaufen muss. Der läuft auch lustig. Immer wieder Vollsprint. Dann wieder locker und wieder Vollsprint und wieder locker. Geil. Auf jeden Fall, ich folge ihm. Viel zu sagen hat er mittlerweile nicht mehr. Ich warte. Oh, hier sieht's doch noch was aus. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis. Pass gut auf dich auf. Ich komme schon klar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Untersuche mit deiner. Mit Hilfe der Hexersinne. Da gibt's viel. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt Feuer mit Blut. Und Blut. Ein Lager? Scheint so. Wenn sie gefeiert haben, kann gut sein, ne? Ich höre was. Ja, magische Falle lasse ich drauf. Okay, hier sind wir aus dem Teil raus, aus dem Gebiet. Hier links noch irgendwas. Scheint nicht so. Da. Da haben wir doch was. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder.
hier führen sie mich entlang. Das hier braucht keiner mehr. Das nehme ich dann mal mit. Na. Dankeschön. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier unten irgendwas ist. Nur irgendwie ist dem nicht so. Hier geht's weiter. Hep. Da oben. Also dann. Und da kann ich was einsammeln. Nehme ich auf jeden Fall mit. Wolfsbann. Da. Wenn du über eine breite Lücke springen willst, halte dabei B gedrückt, um dich an dem Vorsprung auf der anderen Seite festzuhalten. Ah. Okay. Bienen, nicht gut. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen. Knochen. Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Eigentlich ja alles. Versuchen wir das mal mit den Wunden. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne. Ein Königsgreif. Okay. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück der Hexerkodex, angemessene Vorbereitung hat schon manchem Hexer das Leben gerettet. Du solltest jetzt ein Korn Öle brauen und Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen. Okay. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickelst und dann die Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Empfohlen ist Level 3. 2 habe ich momentan. Okay, gehen wir mal zurück. Pferdchen. Juhot, komm her. Das mag nicht so recht, ha? Na, dann nehmen den Weg. Ich will's ja nicht zwingen. Was haben wir denn da? Ach, das war dieses verlassene Dorf. Da war ich ja vorhin. Schon wegen dem Geist. Alles klar. Ab geht's. So. Da hinten ist er doch. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Guter Mann. Du
Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Ich habe einen Vertrag über einen Greifen angenommen. Ja. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Zinnen über den Greif. Kreuzern habe ich schon. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Das kann was geben. Bereite dich auf einen Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Drücke im Spielmenü zu öffnen. Alchemie. Zum Herstellen des Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Ja. Herstellbarer Gegenstand. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Okay. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Wähle das Rezept für den Trank Donner mit L aus. Da haben wir ihn. Drücke A, um einen Gegenstand herzustellen. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du im Spiel einsetzen kannst. Oh Gott, scheiße. Wir müssen ins Inventar. Vielleicht wird es gleich wieder abkacken. Wir werden es rausfinden. Yeah. Schwalbe kann ich jetzt halt nicht mehr herstellen. Ich brauche mehr von dem Zeug da oben. Und ich brauche noch dieses... ertrunkenen Hirn. Ab geht's ins Inventar. Ich hasse es. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Und schon hängt sich's auf.